Straubinger Gaibohnen-Volksfest kommt, dann möchte man natürlich was essen, was trinken, eine gute Bierzeitstimmung und natürlich mit ein paar Fahrgeschäfte fahren. Und da hat man hier in Straubing definitiv eine große Auswahl. 100.000 Quadratmeter ist der Vergnügungspark groß. 130 Attraktionen und Fahrgeschäfte sind hier aufgebaut. Ja, na, Bodo, würde ich sagen, probieren wir jetzt mal aus, oder? So, jetzt haben wir ein Problem. Michaela fährt nichts, was sich dreht. Aber ich habe mir Ersatz geholt. Der Turm ist 80 Meter hoch. Wir kriegen 32 Personen rein. Wie lange gibt es denn den Jules Verne Tower schon? Den haben wir im März in Österreich abgeholt. Also ist ganz neu. Ja, die Wildwasserbahn ist ja vom Straubinger Gaibohnen-Volksfest gar nicht mehr wegzudenken. Seit wie vielen Jahren haben Sie denn da? Wir sind seit über 20 Jahren hier vertreten. Und Ihnen gefällt es jetzt hier? Sehr, sehr. Das ist fast meine zweite Heimat. Und Sie werden es nicht glauben, am Ende haben wir doch noch was gefunden, was sich dreht und was Michael erfahren kann. Bist jetzt glücklich? Ja!